So, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Ethereal Gates, meine Friends. Wir sind hier in der dunklen Bibliothek und wir haben jetzt eine mysteriöse Person getroffen. Wir sind auf der Suche nach einem Kind. Okay. Es ist Miranna. Okay, Miranna. Mhm. Gute Bücher soll es hier geben, wie es aussieht. Warum sind wir hier? Ah, ja, wir sind hier, um jemanden zu retten. Oh. Alles klar. Machen wir gleich. Chill erstmal dein Leben, bitte. Anyway, ich werde jetzt wieder gehen. Es war nett, dich getroffen zu haben. Ein Küsschen, Zero. Alles klar, wir sind jetzt hier alleine in dieser Geisterhölle. Hallo. Können wir das vielleicht wegschieben so? So wie in Zelda oder so? Nein. Wir sind hier alleine in einer Geisterwelle, Leute. Und wir werden jetzt hier ein kleines Mädchen suchen. Ja, das ist unsere Aufgabe. Wir suchen ein kleines Mädchen. Mäuschen, sag mal piep. Piep. Ist das ein Geist? Holy fuck, ist das ein Geist, Leute? Hallo? Monster in diesem Basement? Was? Was? Gibt es ein Monster? Das glaube ich nicht. Gibt es hier keine Pokémon irgendwie? Doch, endlich. Ich wollte gerade sagen, ein Geister-Pokémon. Oh mein Gott! Das ist ja voll toll. Das ist einfach nur so ein kleines Geist-Bumsi. Ein Geist-Bumsi mit Spite. Geist-Bumsi wird gefangen. Wie gesagt, Leute, ich muss nach der Aufnahmesession auf jeden Fall trainieren. Ich habe ja eigentlich mehr trainiert schon. Aber das Ding ist einfach, das Game Mind abzustürzen und sagen, hey, Zero, ne, du hast nichts trainiert. Du hast nichts trainiert. Und das Ding haben wir gefangen, klasse. Nach wem benenne ich das Ding? Nach wem benenne ich das Ding? Ist auf jeden Fall ein Geist. Spooky. Hm, ich weiß nicht. Ein Kosename, auf jeden Fall. Wer könnte es sein, Leute? Bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ah, verdammt. So, Leute, der gute Treffy wurde ein Pokémon. Treffy ist ein Abonnent, der seit Jahren schon dabei ist. Und Treffy, der gute Trefalgalor, oder auch Symbolara war es, glaube ich. Ich glaube, es war damals Symbolara, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein Abonnent, der ultra-urlange schon. Der gehört zu den Urgesteinen, zu den ganzen uralten Pokémon. Abonnenten Eskaboom und sowas. Also, es sind so die ganz alten Steine, Leute, da. Die kennt man doch, ne? Die sind immer in den Kommentaren vertreten und sind eigentlich immer nett, freundlich und hilfsbereit. Das ist euer Rescue-Team, meine Freunde. Code A war das coole Pokémon, würde ich sagen. Aber zunächst besiegen wir erstmal eins, um Level 16 mit Fanboy zu werden. Vielleicht entwickeln wir uns ja. Fanboy! Hypnose. Oh, gut, dass es nicht getroffen hat. Gut, dass es nicht getroffen hat. Gast. Gast trifft, Gast tötet und Gast Level 16. Keine Entwicklung, okay. Boah, diese Geigenmusik, ey, heftig. Oh, der Speed und Spezialangriff, das ist Nebulak, Alter. Und der Schwebe, das ist cool. Nightshade, das ist auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Also damit kann man was anfangen, Leute. Gut, dass wir es gefangen haben. Ich find's süß. Das hört sich cool an. Okay, wir sind hier immer noch im Labyrinth. Im Labyrinth, genau, Zero. Das ist ein Labyrinth. Absolut keine Ahnung, wo wir lang sollen. Noch mehr Geister. Geister! Geister! Weißbrot. One away guy. Hieß nichts. Hieß das nichts. Sollen wir vielleicht hier die Notizen lesen? Ah, oh, tatsächlich. Oder auch nicht. Hä? Keine Ahnung. Wow, Leute, ich habe was gefunden. Ich habe eine Bulb gefunden jetzt. Die war hier. Ich habe jetzt einfach mal die ganze Zeit A gedrückt irgendwo und... Okay. Put it in the... Ich soll es auf jeden Fall in einen Kerzenständer tun. In einem anderen Raum. Wo ist ein Kerzenständer? Wo ist denn jetzt wieder ein Kerzenständer? Oh, ist das eine Suche? Ich hab
keine Ahnung, was ich tun soll, Leute. Einfach machen, Zero, einfach machen. Deswegen, auf jeden Fall habe ich das Ding jetzt gefunden. Bulb wird wohl als Kerze, übersetzt. Ich habe gedacht, Bulb wäre Blüte. Aber kann auch sein, dass es Kerze, Feuer, irgendwie sowas übersetzt wird. Deswegen, ich wusste es jetzt nicht, Leute. Es tut mir leid. So, auf jeden Fall gucken wir jetzt einfach mal, wo dieser Candela ist. Chandler. Ist hier einer? Nö. Kronleuchter, der muss doch am Anfang irgendwo sein, oder? Der ist doch, komm. Wo soll sonst so ein Chandler sein? Und ich glaube, ich sollte mir super Schutz kaufen oder sowas. Weil die sind echt ein bisschen nervtötend, die Geister, oder? Ich glaube schon. Und wenn ihr mal was anderes seht als diese Geister. Geister, Geister, Weißbrot, Nightshades. Die können mir eh nichts anhaben. Es ist eigentlich gutes Training für mich. Gut, ist tot. Du könntest noch machen bis zum Level Up, würde ich sagen. Obwohl, das dauert eh nicht mehr lange. Da ist auf jeden Fall der Ketzständer, okay. So, was haben wir jetzt reingetan? Wupp. Das ist ja geil. Jetzt leuchten da zwei Lichter. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Müssen wir mehr dieser Barbs suchen? Ist hier irgendwie noch eine? Nö. Also ich habe sie vorhin in sowas hier gefunden hier. Deswegen. Auf so ein Holzmast. Vielleicht sind alle in solchen Holzmästen drin. Das kann sein. Man weiß es nicht. Ist der alte Mann noch da vielleicht, der mir sagt, wo der nächste ist? Nö, der ist weg. Bitte, warum? Klasse, und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ja, keine Ahnung, Leute. Wir müssen wahrscheinlich erst noch welche finden. Aber wo die sind, das wissen wir nicht. Abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Hier ist auch wieder so ein Ding. Da ist nix. Okay. Hier sitzen wir fest. Toll. Aber es kommt gar nicht so oft Pokémon, ne? Also, es ist mir auch gerade aufgefallen. Jetzt gerade kommt natürlich eins, ne? Ein Spooky Geist. Ich nehme schon so lange auf, weil ich einfach den letzten Part, ja, so viel schneiden muss noch. Das ist krass. Ich nehme gerade eine Stunde schon auf, ey. Das war nicht geplant eigentlich. So, Gast. Das Ding ist gedotet gleich. Du bist leicht tot, mein Freund. Jawohl, das ist Level 17 für uns. So wollte ich das sehen. Und wir wollen Air-Cutter lernen. Das ist doch nice. Machen wir Sand Attack weg. Braucht kein Mensch Sand Attack. So, ein Air-Cutter. Ich kann mal speichern wieder. Einfach nur Juxus-Tollerei. Und wir haben zwei Geister. Woo, spooky. Top-Schutz wäre schon echt nice eigentlich, ne? Ich glaube, kaufe ich mir eben. Also hole ich mir eben, Leute. Dann ist es ein bisschen angenehmer für euch. Um zu schauen. Ne? Hier ist wieder Passwort, Joe. Soll ich mir was kaufen? Und zwar... Super Repel, mein Freund. Kaufen wir mal hier. Komm, vier Stück. Komm, das Super Potion. Zwei. Und noch drei Pokebälle. Alles klar, dann haben wir noch 64 Euro für einen Döner oder sowas. Und den sparen wir natürlich auf, wenn wir Hunger haben. Apropos Hunger, ich habe Hunger. Und ich sollte gleich was zu mir nehmen. So, wir sind wieder drinne. In der Arculet Library. Oh, spooky. Ja, Super Repair wird gesprayt. Und los geht's auf der Suche, meine Freunde. Nach den Barbs. Beziehungsweise eigentlich müssten wir auch wieder so einen Tipp bekommen, ne? Der letzte war ja so, ja, neben zwei Blümchen da irgendwo. Oder so. Hier war keine. Das ist der alte Mann. Okay. Hide the Barbs. Okay, find the bulb where the bravest monster. What? Why monster was macht? Why monster uns wahrnimmt irgendwie? Ich hab keine Ahnung, ey. Wo sollen hier Monster sein, mein Freund? Kann ich das jetzt erst suchen, ne?
Ja, wahrscheinlich. Wo könnte das denn sein? Irgendwie hier in so einem Regal? Du, was? Was war das? Was habe ich gemacht? Das war jetzt nicht gewollt. Geht das mit allen? Warum geht das hier? What the fuck? Das war nicht geplant, Leute. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Repel ist weg. Neu. Ah, tada, wow, ich hab's. Ich hab hier doch gegengeklickt. Ich hab hier gegengeklickt. So ein Betrug. Okay, jetzt ist er weg. Okay, guys. Wo gehen wir jetzt hin? Repair wirkt nicht mehr. Okay, weiter geht's. Ich war mir sicher, dass ich dagegen geklickt habe. Auf jeden Fall. So, wieder reinsetzen hier. So, noch zwei Stück, wie es aussieht. Okay. Wo könnten die sein? Oh, oh, hier ist er. Ja, cool. Gefunden haben wir ihn schon mal. Okay, was haben wir jetzt? Find the bulb where all great stories came into. Came into, was? Wo alle großen Geschichten in zwei kommen? Muss ja irgendein Buch dann sein, oder? Weil Geschichten finden ja in Stories statt. In Büchern, ne? Was laber ich da? Das muss auf jeden Fall irgendein Bücherregal sein. Meiner Ansicht nach. Irgendein Buch oder Bücherregal? Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Da sind... Ja! Hier sind zwei Bücher und das sind zwei Stories und das war die Barb. Ich hab's gelesen, das war die Barb. Wir sind gut. So, letztes jetzt. So, da oben war er, dann war er hier unten. Das heißt, es fehlt nur noch hier ganz unten. Hier war er noch gar nicht. Oh, mein Repel ist weg. Schade. Pokémon Alarm. Na, also langsam krieg ich das hin. Casper Masper. Wieder Fanboy. Runaway Train. Wiedersehen, Casper. So. Hallo. Okay. Find the bulb on the fallen tail of the shade of blood. Boah. On the fallen tail. The shade of blood. Hier vielleicht? Ne. Dem fallenden Schweif. Leute, das ist wieder schwer, ey. Wo kann das denn jetzt sein? Hier hinter irgendwie? Das ist Shadow. Irgendwas mit Shadow hat er gesagt, ne? Ja. Warte mal. Ich will mir das noch einmal durchlesen. Was er genau sagt. Weil das ist immer so... Man muss das wirklich so zwei, dreimal lesen, damit man das versteht, finde ich. Das ist ehrlich so ein bisschen tricky gemacht. Mal probieren wir noch einmal. Er läuft rückwärts gerade. Heftiger Typ, ey. So, jetzt kommt. Find the bob on a fallen tail. The shadow of blood. Face ist das Ding hier einfach nur. Ich glaube, diesmal ist sowas hier gemeint. Das ist Schatten ja oder sowas. Beim Schweif eines Schattens. Bin mir nicht ganz sicher. Kann da rein, muss nicht. Vielleicht sehen wir gleich noch was anderes, was uns sagt. Ey, das ist es. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Ich kann jetzt auch nicht alle schwarzen Sachen hier anklicken, oder? Das geht doch nicht. Warte mal, wo Schatten ist, ne? Hier ist Schatten. Überall, wo Schatten ist. Oder war das was mit Schatten jetzt? Ich weiß es nicht mehr! Hier vielleicht? Ne. Irgendwo im Schatten aber, sagt er, ne? Leute, Leute, Leute. Merkwürdig.
Hier ist auch Schatten. Hier ist auch nichts. Hier ist Schatten auch. Aber es ist nichts. Ah, verdammt, ey. Das ist natürlich richtig eklig jetzt, ohne Zopfschutz, ne? Hier durchzukommen. Aber egal, Leute. Ich werde es schaffen heute. Ich werde es heute schaffen. Das habe ich mir vorgenommen. Ich werde es heute noch schaffen. Two Shadows. Hier unten vielleicht? Warte mal. Damit ist auf jeden Fall nicht dieses Geheimversteck hier gemeint, wo ich reingekommen bin, oder? Oh, verdammte Kacke, ey. Was kann der meinen? Hier eine Ahnung irgendwie? So. Uah. Fällt alles runter hier heute, ey. Schreckliche Sache. Das ist schwer. Das ist ehrlich schwer, Leute. Hoffen wir einfach mal, dass wir hier vielleicht... Vielleicht doch hier drinne. Warum ist die Dings und Tapete kaputt? Vielleicht ist das ja ein Anhaltspunkt. Na, schade. Abwarten, meine Freunde. Abwarten und Tee trinken. Wir gucken noch ein bisschen. Vielleicht ist Fallen Shadow auch sowas hier gemeint. Ein Buch, was runtergefallen ist oder so. Ich weiß es nicht. Was kann ein Fallen Shadow denn sein, Leute? Und irgendwie... Nee, es war nicht Shadow. Es war irgendwas mit Blatt. Mit Blatt war das, ne? Ich weiß es nicht. Ist das hier Blut? Absolut kein Plan. Egal. Einfach rumdoktoren. Ne? Also, auf jeden Fall brauchen wir eigentlich hier mal wieder Topschutz, würde ich sagen. Ich habe von den Geistern so langsam genug. Aber nur so ein bisschen. Ja, komm, wir besiegen nochmal eben. Wir können ja eher Cutouts mal gucken, die Animation und so, ne? Deswegen, das wäre vielleicht ganz cool. Oh, One Hit! Ist in Ordnung, sagt er. Ist in Ordnung. Hier oben waren wir noch nicht wieder, ne? Vielleicht ist da oben ja irgendwas. Was haben wir da denn? Da ist der Geist. Ja. Wir fliehen! Kein Bock. Obwohl, hier liegt was. Das liegt im Schatten, das Buch. Nee. Doch! Das liegt im Schatten! Das ist es! Deswegen, es war zwei Teile, die im Schatten liegen. Und das sind zwei Bücher, die im Schatten liegen. Das war's. Und damit haben wir alle, oder? Jawohl! So wollte ich das haben. Help me! Was ist das, meine Freunde? Oh mein Gott! Sehen wir im nächsten Part. Ciao! Kannst reinkommen.